Hallo zu einem weiteren Video der Berufsschule 7. Wir kümmern uns heute mal um das Select Statement. Das Select Statement ist ein Teil der SQL-Sprache. Im Wesentlichen spricht man von Data Retrieval Language. Wir gucken uns hier in dem Video die Basis des Select Statements an. Es wird noch ein paar weitere geben, wo wir noch ein bisschen tiefer einsteigen werden. Hier geht es jetzt erstmal um die Grundlagen, so dass wir das grundsätzliche Statement mal verstanden haben. Um das Select Statement zu verstehen, müssen wir erstmal verstehen, worum geht es eigentlich. Am einfachsten kann man sich das so vorstellen, wir haben einfach eine Menge an Informationen über Personen und wollen jetzt Informationen in irgendeiner Form zusammensammeln. Beispielsweise könnten wir jetzt fragen, wir hätten gerne Vornamen und Nachnamen aller Personen. Und in der Realität wird man halt alle Ausweise durchgucken und dann wird man halt hier entsprechend die Informationen bekommen. Eine weitere Frage wäre beispielsweise, ich brauche die Vornamen, Nachnamen und das Geburtsdatum aller Personen, die einen gewissen Nachnamen haben, in dem Fall Lachmann. Und das würde dann bedeuten, dass ich genau diese Informationen jetzt hier sehen möchte. Aber auch Bereiche wäre eine Idee, dass wir sagen, wir hätten gerne die ID aller Personen, die vor dem 01.01.1980 geboren wurden. Und auch solche Abfragen werden in irgendeiner Form natürlich vorstellbar. Und das Ganze wollen wir jetzt tatsächlich nicht mehr in einer realen Situation, also mit realen Ausweisen oder Personen uns anschauen, sondern eben mit Tabellen. Also müssen wir den ganzen Kram mal in Tabellenform umschreiben. Wir haben die Datumswerte jetzt auf den SQL-Syntax, also die Form vom SQL, Jahr minus Monat minus Tag umgeändert. Und so würden wir es jetzt tatsächlich in einer Tabelle, die ich jetzt Person genannt habe, wiederfinden. Um die Daten jetzt dort rauszuziehen, braucht man einen Client für SQL. Ich habe jetzt hier als RDBMS jetzt einfach mal MySQL angenommen. Es funktioniert mit den anderen entsprechend. Bei so spezielleren Funktionalitäten kann es sein, dass das Verhalten ein bisschen unterschiedlich ist von den einzelnen RDBMS. Aber grundsätzlich mal, das Wesentliche wird auch bei MariaDB, bei Oracle, bei DB2 etc. auch funktionieren. So, wir wollen Daten sammeln, also brauchen wir das Schlüsselwort für das Auslesen, das Selektieren von Daten und das wäre Select. Und jetzt muss ich sagen, was will ich denn eigentlich selektieren? Und wir haben ja gesagt, wir wollen die ID. Also schreiben wir hier die ID rein und jetzt müssen wir sagen, ja, woher will ich denn diese ID eigentlich selektieren? Und hier haben wir ja die Tabelle Person. Also tragen wir hier die Person ein. Und jetzt müssen wir noch die Eigenschaft, wir haben jetzt hier gesagt, die vor dem 01.01.1980 geboren wurden. Das heißt, das Geburtsdatum muss kleiner sein als dieser 01.01.1980. Damit haben wir jetzt unser Statement zusammengebaut und können entsprechend es jetzt abschicken. Wenn wir das tun wollen, brauchen wir natürlich noch das Semikolon und dann drücken wir auf Enter. Und wenn wir das jetzt vergleichen würden, dann würden wir entsprechend beispielsweise die Claudia Lachmann ist 1970 geboren, also kommt sie in die Ausgabemenge und der Peter Lustig auch und so weiter und so fort. Also insofern erstmal kein großes Problem. Gucken wir uns nochmal ein anderes Statement an. Und zwar will ich jetzt hier Vorname, Nachname aus der Personentabelle. Für die gilt die ID ist 878927. Und diese ID ist jetzt in meiner Tabelle der Primärschlüssel. Und das ist relativ wichtig. Wenn ein Primärschlüssel in dem Where-Statement, also in der Where-Bedingung angegeben wurde, exklusiv, dann bedeutet das, dass ich entweder exakt einen Datensatz bekomme oder gar keinen. Ja? Also es gibt diese 878927 kann nur einmal oder keinmal vorkommen in der Tabelle. Und wenn wir das abschicken, dann sehen wir, dass es jetzt exakt einmal vorkommt. Das ist der Peter Schmitz, zweiter von unten. Und insofern haben wir unsere Daten oder unser Select relativ sauber aufgebaut. So, und jetzt müssen wir auf die Struktur noch mal kurz eingehen.
Wir haben gesagt, Select Vorname, Name von Person, Where ID ist gleich und so weiter. Und jetzt schauen wir uns den strukturellen Aufbau noch etwas genauer an. Und zwar nach dem Select kommt das Was. Also was will ich eigentlich selektieren? Danach kommt From woher. Also wo sollen diese Daten her selektiert werden? Und dann noch mit welcher Eigenschaft? Solange wir auf einer Tabelle bleiben, bleibt es auch in der Form. Wir werden, wenn wir dann uns in einem späteren Video die Joins nochmal anschauen, gibt es da noch ein paar Zusatzgeschichten. Aber grundsätzlich mal, damit hätten wir jetzt die Struktur klar gemacht. Select was, from woher, where mit welcher Eigenschaft. So, die Überlegung ist jetzt, was können wir denn eigentlich hier selektieren? Also auf jeden Fall schon mal die Spalten. Soweit waren wir ja schon. Da gibt es jetzt noch so einen kleinen Sonderfall, und zwar, wenn wir hier anstatt Spaltennamen einen Stern reinpacken, dann selektieren wir einfach alle Spalten und die kommen dann genau in der Reihenfolge raus, wie wir es bei dem CreateTableStatement hinterlegt haben. Nur hier möchte ich jetzt noch einen kleinen Disclaimer dran kleben, und zwar sollte man das wirklich nur dann verwenden, wenn wir das Ergebnis nicht per Software verarbeiten. Also, das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Der erste Grund ist, ich möchte auch nur das wirklich in meinen Speicher laden, was ich dann auch tatsächlich weiter verarbeite. Also das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise wirklich nur Nachname und Vorname unserer Tabelle brauche, dann möchte ich nicht alle Spalten selektieren. Und das zweite ist, ich kann mich nicht immer darauf verlassen, dass die Reihenfolge gleich bleibt, weil vielleicht arbeiten mehrere Leute an der Datenbank und irgendjemand fügt da eine zusätzliche Spalte irgendwo mitten rein und dann müsste ich im Zweifelsfall die Software anpassen. Also grundsätzlich gilt, wenn wir das in der Software weiterverarbeiten, dann nicht Stern, sondern wirklich die Spalten auswählen, die wir auch wirklich verarbeiten wollen. Dann gibt es noch weitere Sachen. Wir können Konstanten dort eintragen. Also ich kann einfach Select 5 eintragen und dann sieht man halt die 5. Das kann man auch als Einzelspalte bei einer Tabelle, also Select ID, 5, Nachname, Vorname, dann würde die 5 überall hinschreiben. Jetzt kann man sagen, wofür braucht man sowas? Also bei Union beispielsweise werden wir sowas nutzen können. Dann können wir auch Rechnungen eintragen. Also wir können, was weiß ich, wenn wir Zahlenfelder haben, können wir die voneinander abziehen. Das würde gehen. Es gibt Funktionen, das heißt irgendwie Uppercase oder irgendwelche Datumsfunktionen können wir dort eintragen. Und wir können auch Selects in dieses Select, also sogenannte Subselects, können wir da eintragen. Ja, Subselects werden wir uns nochmal anschauen. Aber das sind mal die Sachen, die wir dort erwarten können. Das Woher, da gibt es auch ein paar Möglichkeiten. Zum einen mal die Tabellen, also from Tabelle, das sollte soweit jetzt erstmal klar sein. Aber ich kann auch Subselects dort eintragen. Das heißt, ich kann auf das Ergebnis eines Selects nochmal Select machen. Dazu werde ich ein eigenes Video mal vorbereiten, wo wir nur über Subselect sprechen. Aber so viel sei hier schon mal gesagt, hier dürfen nicht nur Tabellen, sondern eben auch Subselect stehen und auch Views. Views ist ja nichts anderes wie ein gespeichertes Select, das aussieht wie eine Tabelle. Ergo können wir darauf auch ein Select machen. Bei den Eigenschaften ist es so, dass die optional sind. Das heißt, wenn ich die Where-Klausel weglasse, dann bekomme ich alle Daten der Tabelle. Und hier kann ich jetzt auch, wenn ich Where drin habe, mit AND und OR verknüpfen. Hier sei noch mal auch wieder ein kleines Achtung von meiner Seite gesagt, und zwar, es gilt und vor oder, also und bindet mehr wie oder. Das kann man sich vorstellen wie die Punkt-vor-Strich-Regel in der Mathematik. Aber dazu werden wir dann bei den ausgeführten Selects noch mal sehen, was ich damit eigentlich meine. Jetzt schauen wir uns noch mal an, was für eine Philosophie eigentlich hinter dieser Struktur steckt. Die ist zwar relativ einsichtig, aber ich glaube, man sollte sich das nochmal so richtig durch den Kopf gehen lassen, damit man das dann für später auch, ich sag mal, effektiver einsetzen kann. Nun fangen wir mal mit dem From an. From, also woher, beschränken wir uns jetzt mal auf die Tabellen und nicht auf Subselect oder sowas. Und wenn wir uns jetzt hier einen Tabellennamen angeben, dann sind ja innerhalb der aktuellen Datenbank, also in der mit Use geöffneten Datenbank, die Namen der Tabellen eindeutig. Das heißt, ich kann eindeutig mit dem From bestimmen, welche der existierenden Tabellen ich verwende. Habe ich mich für eine Tabelle entschieden, kommt jetzt das Select Was.
sprich die Spalten. Und die Spaltennamen sind innerhalb der Tabelle auch wieder eindeutig. Also es gibt pro Tabelle keine zwei Spalten, die gleich heißen. Das heißt, ich habe jetzt mit dem Select Spalte from Tabelle datenbankweit eindeutig die Spalte bestimmt. Und jetzt kommt das mit der Eigenschaft. Wenn ich jetzt hier mit der Eigenschaft ein Primärschlüsselfeld einschränke, dann habe ich damit eben die Situation geschaffen, dass ich jeden Datensatz eindeutig bestimmen kann. Schauen wir uns das mal im konkreten Beispiel an. Also Select Nachname von Person, where ID ist gleich und dann irgendein Primary Key Feld. Die Tabelle Person ist eindeutig bestimmt. Ja, das heißt, ich weiß, aha, es ist die Tabelle Person. Dann sage ich, welche Spalte? Nachname. Damit fallen alle anderen Spalten mal raus. Das heißt, ich selektiere explizit von der Personentabelle den Nachnamen. Und mit der Festlegung der ID auf einen Wert, ID ist ein Primärschlüsselfeld, jetzt hier in dem Fall 748175, weiß ich, ich bekomme entweder gar keinen, wenn die ID nicht existiert, oder exakt einen Wert. Und damit habe ich Folgendes geschaffen. Ich kann jeden einzelnen Wert innerhalb meiner gesamten Datenbank eindeutig adressieren. Ja, ich habe eindeutige Tabellennamen, eindeutige Spaltennamen und wenn ich einen Primary Key habe, auch einen eindeutigen Datensatz. Und deshalb ist der Primary Key so wichtig, weil der mir die Adressierbarkeit, die eindeutige Adressierbarkeit meiner Datensätze dann eben garantiert. Und das Select Statement macht dann nichts anderes, wie eben genau diesen einzelnen Wert auch auslesbar zu machen. Dann sehen wir uns mal ein paar konkrete Beispiele an. Ich möchte mit den logischen Verknüpfungen beginnen. Wir haben ja vorhin schon eben gehört, dass hier eine logische Verknüpfung mit und oder Gattern möglich ist. Und ich möchte mir diese und vor oder Thematik mal genauer anschauen. Dazu selektieren wir jetzt einfach mal Vorname und die ID von der Tabelle Person. Wo gilt? Nachname ist Lachmann. Da haben wir insgesamt drei Stück in unserem Datenbestand. Und dann gucken wir uns noch an, Vorname soll Michael sein. Oder Vorname soll Michaela sein. So, und hier haben wir jetzt und oder in einem Select hinterlegt. Und wenn wir das Ganze ausführen, sehen wir finden insgesamt drei Datensätze. Einmal Michael Lachmann, einmal nochmal Michael Lachmann und einmal die Michaela Schmitz. So, was ist hier passiert? Wir haben hier eine bindende Und-Verknüpfung, also eine Um-Verknüpfung, die mehr bindet als oder. Das heißt, er führt jetzt erstmal aus, suche ID und Vorname von der Tabelle, für die gilt, Nachname ist Lachmann und Vorname ist Michael. Und jetzt kommt das oder. Das heißt, alternativ suche einfach einen Datensatz, der mit Vorname Michaela darstellt. Und damit kriegen wir eben genau diese drei Sätze. Wie können wir das anders machen? Also wie kann ich es jetzt so durchführen, dass mir mein Oder mehr bindet? Das heißt, ich mache jetzt hier wieder Select ID, Vorname von Person, wer Nachname ist Lachmann. Und jetzt kommt eine Klammer, die ich mit und verknüpfe. Also wie in der Mathematik sage ich jetzt und, Klammer auf, Vorname ist gleich Michael oder Vorname ist gleich Michaela, Klammer zu. Und damit bekomme ich jetzt nur die beiden Lachmann-Einträge mit Michael. Und die Michaela fliegt raus, weil sie mit dem Nachnamen eben nicht Schmitz heißt. So, und das heißt, immer dann, wenn ich und oder zusammen in einem Statement habe, muss ich mir ganz genau überlegen, wie die Bindung eben ist. Wenn ich ein bisschen unsicher bin, dann lieber mal eine Klammer zu viel als eine zu wenig, weil ja, das ist eben entsprechend deutlicher zu sehen, wenn ich mir das Statement angucke. Im nächsten Teil gucken wir uns ähnliche Daten mal an. Gehen wir mal von folgendem Select aus. Ich hole mir wieder aus der Personentabelle die Vornamen Michaela und Michael. Und wir bekommen jetzt natürlich unsere Michaels und die Michaela. Wir haben sie mit oder verknüpft. Und wir sehen ja schon, dass diese beiden Datensätze einen gleichen Anfang haben. Also Michael und Michaela sind ja vorne gleich. Und die Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, das Ganze irgendwie ja, eleganter zu lösen?
Und dazu sehen wir uns Folgendes an. Wir selektieren jetzt where Vorname like Michael Prozent. Und wenn ich like eintrage, dann kann ich mit Wildcards arbeiten. Wir sehen hier, wir haben wieder unsere drei Datensätze selektiert und gucken uns jetzt mal die Wildcard-Möglichkeiten für like an. Wir haben vorhin dieses oder hier dieses Prozentzeichen genutzt und das bedeutet 0 bis viele Zeichen. Also Michael oder Michaela oder Michaelis oder was auch immer. Das heißt, es darf dieses Prozent mit 0 bis vielen Zeichen ersetzt werden und er würde eben es noch finden. Das andere wäre der Unterstrich. Unterstrich ist jetzt im Prinzip, dass er exakt ein Zeichen hierfür ersetzt. Ja, das heißt, wenn ich jetzt anstelle von Michael Prozent Michael Unterstrich eintragen würde, dann würde er Michaela und Michaeli beispielsweise finden, aber den Michael selber nicht mehr. Aber das können wir uns auch noch mal etwas konkreter ansehen. Wir selektieren wieder, diesmal den Geburtsort und sagen like Unterstrich 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 Stadt. Also vor Stadt müssen jetzt vier Zeichen zu finden sein und dann bekommen wir hier Nord, Süd, Nord, Nord und Weststadt. Das sind jeweils vier Buchstaben vor der Stadt. Die wahrscheinlich flexibelste Möglichkeit ist, mit regulären Ausdrücken zu arbeiten. Reguläre Ausdrücke, wer will, kann sich dazu auch noch ein paar Videos von mir anschauen. Da habe ich ein paar erzeugt. Auf jeden Fall, das ist hier ein stinknormaler regulärer Ausdruck, der vor dem Schlüsselwort regex, also Regular Expression, stehen muss. In diesem Fall ist es der Punktoperator, sprich beliebige Zeichen. In der geschweiften Klammer stehen vier, also exakt vier beliebige Zeichen müssen vor Stadt stehen. Und wenn wir das ausführen, dann sehen wir wieder das gleiche Ergebnis wie vorher auch. Im nächsten Select kommt das Schlüsselwort distinct zum Einsatz. Distinct heißt nichts anderes wie, ich suche, in dem Fall jetzt im Geburtsort, also im Geburtsort, alle unterschiedlichen Ausprägungen. Das heißt, Duplikate werden einfach ignoriert. Und dementsprechend kriege ich jetzt hier raus, ich habe sechs unterschiedliche Einträge in Geburtsort. Weil, wenn wir uns rechts mal das anschauen, taucht zum Beispiel die Nordstadt öfter auf. Ja, und dort würde eben nur ein Eintrag dann eben im Select ausgeben. Dafür ist es distinct da. Distinct kann ich auch mit mehreren Spalten anwenden. Also wenn ich jetzt distinct, Gap, Ort und was weiß ich, Vorname angebe, dann würde er die eindeutige Kombination von zwei Spalten ausgeben. Im Prinzip gibt es nicht viel Wichtiges zu sagen zu distinct, außer dass es eben Dubletten überspringt und das ist nochmal wichtig, dass es immer direkt nach dem Select steht. Wenn wir jetzt mal die Aggregatsfunktion ausnehmen. Immer nach dem Select kommt es distinct. Also niemals zwischen zwei Spaltennamen, weil das funktional keinen Sinn machen würde, eine Spalte oder für eine Spalte alles und für die andere nur den distinkten Werte durchzugeben. Insofern das distinct immer direkt nach dem Select. Dann wollen wir vielleicht auch mal Ausgaben sortieren. Ich kann jetzt hier sagen, Order by Geburtsort. Ich habe jetzt hier das Distinct einfach mal oben drin gelassen, damit die Ausgabe nicht so groß wird. Und wenn wir das jetzt ausführen, sehen wir, wir haben unseren Geburtsort einfach aufsteigend nach den Buchstaben eben sortiert. Das Ganze kann ich auch absteigend machen. Das Schlüsselwort wäre descending oder DESC und dann sehen wir halt jetzt andersrum sortiert. Insofern erstmal keine großen Überraschungen. Spannend ist vielleicht noch, dass ich auch nach mehreren Spalten sortieren kann. Also ich gebe jetzt Vorname und Nachname aus, sortiere sie aber nach Nachname, Vorname. Also zuerst wird der Nachname sortiert und dann der Vorname. Und wenn wir das ausführen, sehen wir gerade bei Lachmann, dass das C von Claudia vor dem M kommt und bei Schmitz das M von Michaela vor Peter. Das heißt, ich habe hier eigentlich eine ja, relativ nachvollziehbare Sortierung. Und das kann ich mit allen Spalten machen, die eben dort in der Tabelle so vorhanden sind. Order by, merken wir uns nochmal, sortiert erstmal aufsteigend. Ich kann das auch explizit angeben. Also ich könnte hier ein ASC hinten dran hängen, aber wenn ich es weglasse, ist es eben auch aufsteigend. Und descending wäre dann
absteigend. Dann, was man auch mitunter brauchen kann, ist die Limitierung der Ausgabe. Ich habe jetzt hier Limit 2 angegeben und dann selektiere ich eben Vorname auf Limit 2 und dann kommen eben nur zwei Datensätze raus. Ich habe jetzt hier das Order By auch drin gelassen. Das ist deswegen eigentlich sinnvoll, weil ich mich nicht auf die Reihenfolge der Daten in einer Datenbank immer verlassen kann. Das heißt, die Reihenfolge muss ich streng genommen immer mit Order festlegen und ein Limit ohne Order liefert mir streng genommen zufällige Daten, wenn man es so haben möchte. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass wenn ich sie in einer Reihenfolge eintrage in die Datenbank, dass mir jedes RDBMS die in der gleichen Reihenfolge auch wieder ausspuckt. Insofern empfehle ich immer hier ein Order By, wenn wir mit Limit arbeiten. Es gibt andere RDBMS, die haben dann einen etwas anderen Syntax mit First To und so ein Kram, aber da muss man einfach in der Beschreibung nachgucken, wie das bei dem aktuell genutzten RDBMS funktioniert. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, mit Limit zu arbeiten, indem ich jetzt hier reinschreibe 6.2. Wenn ich das ausführe, sehe ich jetzt die Michaela und den Peter. Und damit wir sehen, was da passiert, habe ich jetzt einfach mal die sortierte Liste daneben gesteckt. Und wir sehen, Limit 6 fängt beim siebten Datensatz an. Das heißt, die ersten 6 werden übersprungen und dort dann eben die nächsten 2. Dafür steht es 2. Und das ist auch ganz praktisch, wenn man mal auf Webseiten größere Datenmengen anzeigen möchte und die eben dann kopieren möchte in 10er Schritten oder sowas. Da kann man das ganz gut nutzen. Als nächstes gucken wir uns mal die Bereichsauswahl an. Und da liefert mir SQL so eine Convenience-Form für Bereiche. Und zwar mit Between. Between, dann kommt der kleinere Wert, and und dann kommt der größere Wert. Und wenn ich es ausführe, sehen wir, dass die Grenzen Teil der Menge sind. Und das ist jetzt für mich persönlich ein bisschen kritisch zu sehen. Also bei Datumswerten würde ich das durchaus erwarten, klar, dass ich, wenn ich between dem einen und dem anderen Datum, also zwischen dem einen und dem anderen Datum sage, dass ich die Datumswerte da eigentlich mit dazu rechne. Wenn ich es bei anderen Werten, also bei Zahlen zum Beispiel, sage, ich hätte gerne einen Wert zwischen 2 und 5, dann ist streng genommen die Grenze eigentlich nicht dabei, rein vom Verständnis des Begriffs zwischen. Aber in MySQL oder in SQL ist between einfach mit den Grenzen. Und ja, nachdem ich mir das immer merken muss und es gerne immer vergesse, nutze ich eigentlich eine andere Option sehr viel lieber. Und das wäre, wenn ich es explizit angebe. Ja? Also wenn ich jetzt sage, wo das Geburtsdatum größer gleich 1.7.71 und das Geburtsdatum kleiner gleich 3.3.75 ist. Das heißt, ich bekomme die gleiche Menge, aber ich habe jetzt hier explizit angegeben, ob die Grenzen jetzt dazugehören oder nicht. Und durch das ist gleich. Und wenn ich die Grenzen nicht haben möchte, lasse ich es ist gleich einfach weg. Also aus meiner persönlichen Sicht ist es sehr viel übersichtlicher als mit between, aber das muss wie immer jeder für sich selber entscheiden. Jetzt gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Ich kann eine definierte Liste angeben und ich sage where Vorname in genau dieser Liste und zwar Peter, Klaus und Karl. Und dann kriege ich halt nur die Datensätze, wo eben die Vornamen in dieser Liste sind. Ja, wir haben hier zweimal den Peter, einmal den Klaus, einmal den Karl. Und dementsprechend haben wir jetzt hier an der Stelle die Einschränkung über diese Liste durchgeführt. So, über eine relativ wichtige Geschichte haben wir jetzt aber noch nicht gesprochen. Und zwar, ich möchte jetzt hier den Karl auswählen. Und wer, vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, der Name Karl ist jetzt in der Spalte Vorname nicht in komplett uppercase, sondern nur das K ist groß geschrieben und der Rest ist klein. Und die Frage ist jetzt, wird jetzt dieser Karl gefunden? Oder nicht? Sprich, ist mein Select-Statement case-sensitive oder case-insensitive? Und wir sehen, aha, er hat den Karl tatsächlich gefunden. Und das bedeutet nichts anderes, als dass mein Select, der Ist-Gleich-Vergleich, case-insensitive ist. So, und die Frage ist,
Will ich das immer haben? Also möchte ich beispielsweise hier jetzt wegen Data Cleansing gucken, ob vielleicht ein Name nicht nur mit nicht nur mit Großbuchstaben geschrieben wurde. Und wie kriege ich das raus? Und dazu schauen wir uns das an. Wir schreiben jetzt hier Binary dran und Binary führt jetzt dazu, dass mein Select Case Sensitive wird. Und wir sehen, wir kriegen jetzt keinen Karl mehr, weil der Karl ja hier mit nur einem Großbuchstaben und nicht mit nur Großbuchstaben geschrieben wird. Also durch dieses Binary wird eben der Vergleich Case Sensitive. Und jetzt müssen wir uns nochmal den Gegencheck anschauen. Das heißt, wir schreiben jetzt hier den Karl mit einem großen Char ist klein, auch wieder mit Binary und siehe da, da taucht unser Char jetzt wieder auf. Das heißt, mit Binary habe ich jetzt eine case-sensitive Suche nach den entsprechenden Werten. Am Schluss möchte ich jetzt noch ein bisschen eine exotischere Nutzung von dem Select-Statement nochmal anschauen. Und zwar würde ich gerne die Ergebnisse meines Selects in ein File eintragen. Dazu mache ich jetzt erstmal Select-ID, Vorname, Nachname, also die drei Spalten hätte ich jetzt gerne. Und ich schreibe jetzt into-out-file. Und damit teile ich jetzt MySQL mit, dass ich die Ergebnisse nicht am Bildschirm sehen möchte, sondern in einem File. Sinnigerweise habe ich das jetzt gleich .csv genannt. Und jetzt muss ich noch ein paar Zusatzinformationen hinterlegen. Und zwar Fields terminated by. Also wie trenne ich die Felder? Wenn ich das weglasse, dann ist es meistens der Tab. Also bei MySQL ist es der Tabulator. Und jetzt kann ich noch ein paar andere Sachen machen. Ich kann zum Beispiel sagen, optionally enclosed by und jetzt kommt es doppelte Anführungsstrichen. Das heißt, immer dann, wenn er keine Ziffern findet, immer dann muss ich an der Stelle die Hochkomma setzen. Und im Prinzip ist es ja gleichbedeutend mit, wenn ich jetzt in meiner Where-Bedingung auch mit irgendwelchen Feldern arbeite. Hier kann ich auch nur jedem raten, alles das, was nicht eine Ziffer ist, sollte in Hochkomma und Ziffern brauchen wir keine Hochkomma im Select. Aber da werden wir uns irgendwann nochmal zum Create Table Statements uns schlau machen und da gilt dann entsprechend das Gleiche. Da gehen wir da nochmal drüber. So, also wir haben jetzt optional enclosed by Anführungsstriche und dann können wir noch den Zeilenterminierer, ich habe jetzt einfach mal Backslash n genommen und damit habe ich dieses Statement jetzt soweit vorbereitet, dass MySQL weiß, wie es die Daten ins File eintragen soll. Und jetzt müssen wir noch die Daten als solches auswählen, from Person und jetzt sage ich einfach, wo das Geburtsdatum kleiner 1.1.80 ist und dann schicken wir das ab und wir sehen jetzt eben keine Daten mehr auf dem Bildschirm. Wenn ich jetzt unter ctemp gucke, finde ich einen File data.csv und dort stehen dann die Daten genauso drin. Also dadurch, dass ich optionale enclosed habe, sind die Zahlen ohne Anführungsstriche und alles andere ist mit Anführungsstrichen und getrennt eben durch das Komma. Das mag jetzt ein Statement sein, das bei dem einen oder anderen RDBMS anders funktioniert, da einfach dann in der Beschreibung nachgucken und ja, damit ist es eigentlich relativ leicht, eben aus Daten eben ja Informationen zu machen, die wir dann in Excel beispielsweise schön weiterverarbeiten können. Wir können aber auch Ergebnisse eines Selects in eine Tabelle reinschreiben. Und das Statement sieht dann ganz einfach so aus, dass ich sage jetzt insert into und jetzt gebe ich an, in welche Tabelle. Ich habe jetzt einfach eine Tabelle erzeugt, die heißt Data Table und die hat jetzt genau diese drei Spalten. ID, Vorname, Nachname, kann aber auch mehr Spalten haben. Ich gebe jetzt hier einfach für mein Insert explizit die Spalten an, in der ich meine Daten reinschreiben möchte. Das ist ähnlich wie das verkürzte Insert-Statement, wo ich dann nach dem Insert into Tabellenname in Klammern die Spalten eintrage und dann Values und dann kommen die Daten. Und hier spare ich mir jetzt das Values und schreibe anstatt den Values hier ein Select rein. Ich habe jetzt einfach wieder das gleiche Select genommen. Das heißt, er sagt jetzt, bitte schreib in die Datentabelle folgendes rein. Bitte befüll die ID. Vorname und Nachname. Wo kriege ich die her? Aus einem Select-Statement. Select-ID, Vorname, Nachname. From Person, wieder wer Geburtsdatum, kleiner 1.1.80. Und die Spalten müssen jetzt nicht gleich heißen. Die Reihenfolge ist hier entscheidend.
Und wenn ich das abschicke, sagt er mir wieder, er hat 5 Zeilen verarbeitet. Und wenn ich jetzt einen Select Stern auf diese Datentabelle mache, dann sehe ich die Daten hier entsprechend wieder eingetragen. Das ist manchmal ganz praktisch, wenn man irgendwelche Reporting-Tabellen aufbauen möchte. Aber ja, ist eine ganz, ganz sinnvolle Geschichte mitunter. Man muss allerdings aufpassen, es gibt Datenbanksysteme, da ist der Syntax etwas anders. Da sieht es manchmal so aus, Select und dann kommen die Spalten und dann into Data Table. Ja, also da ist es ein bisschen andersrum gedreht. Also anstatt insert into, sagt man select into. Deswegen nennt man dieses Statement auch gerne select into, auch wenn in MySQL es wie links dargestellt aussieht. Dann haben wir jetzt die wichtigsten Sachen für ja, das normale, das einfache Select Statement. Ich werde noch ein paar weitere Videos zu diesem Thema hochladen. Im Wesentlichen wird es im nächsten vermutlich um die Aggregatsfunktionen gehen und dann möchte ich noch was über Joins, über Subselects bringen. Und ja, dann würde ich sagen, lasst euch überraschen, dranbleiben und bis zum nächsten Video.